Die Spitzenkandidaten der Parteien, die bei der Kommunalwahl antreten, hatten in einem Redaktionsgespräch im Verlagshaus des Trierischen Volksfreunds die Gelegenheit, den Leserinnen und Lesern ihre Standpunkte zu den Top-Themen der Stadt Trier vorzustellen. Wir als Freie Demokraten gehen mit dem Slogan, eine Stadt ist nie zu alt zu erfinden, in den Wahlkampf. Und das heißt für uns ganz klar, dass wir auf Zukunftsthemen setzen. Wir wollen Themen wie Digitalisierung, E-Mobilität, Mobilität der Zukunft, Wohnen der Zukunft gestalten und uns nicht bloß mit Altthemen beschäftigen. Wir brauchen im nächsten Trierer Stadtrat eine starke AfD-Fraktion, weil wir die einzige echte Opposition in Trier sind. Wir versuchen, eine bürgernahe Politik zu machen, die sich nicht an Ideologien oder Parteiinteressen orientiert, sondern am Wohl der Stadt Trier. Trier zählt und ich bitte Sie, zur Wahl zu gehen für Europa und für ein Trier in einem geeinten Europa. Wir wollen in Trier 650 neue Kita-Plätze, eine gute Ferienbetreuung in den Schulen. Wir wollen jede dritte Wohnung gefördert für unter 7 Euro pro Quadratmeter und 3 Millionen Euro für weniger Schlaglöcher auf den Straßen. Wir wollen ein durchgängiges und flächendeckendes Radwegenetz in Trier. Der ÖPNV muss besser getaktet werden und die Tickets billiger. Schüler, Azubis und Geringverdiener sollen für 30 Euro im Monat fahren können. Der Wohnraum in Trier muss bezahlbar werden, deshalb muss sozialer Wohnraum gefördert werden. Das tun wir, weil wir Trier lieben. Ich bin Jörg Johann, ich kandidiere für die Linksfraktion, für den Trierer Stadtrat. Und wir wollen folgende Themenschwerpunkte setzen. Das ist vor allem der geförderte Wohnraum, aber auch die Kita und die Schulen, die in Trier durchaus sanierungsbedürftig und ausbaufähig sind. Und wir freuen uns, Sie im kommenden Stadtrat zu vertreten. Mein Name ist Christian Schenk und ich trete für die UBT bei der Stadtratswahl in Trier an. Die unabhängige Bürgervertretung Trier macht seit über 25 Jahren verlässliche Politik im Trierer Stadtrat. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dieses Mal uns Ihr Vertrauen und Ihre Stimme geben würden. Trier, deine Stadt, deine Zukunft. Mein Name ist Udo Köhler, ich bin der Spitzenkandidat für die CDU-Stadtratsfraktion in Trier. Und wir stehen ganz klar dafür, dass die Wirtschaft in Trier belebt wird, dass die Innenstadt lebens- und liebenswürdig bleibt, dass wir uns für bezahlbaren Wohnraum, das heißt auch für ein größeres Angebot an Wohnungen in Trier einsetzen und für Sicherheit, dafür, dass jeder in Trier sicher leben kann.